Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder und in diesem Video geht es um die Geschichte von Sally D. Viel Spaß damit. Servus ihr Lieben, schön, dass ihr wieder am Start seid und in diesem Video geht es um die Geschichte von Sally D. Sally D. ist eine US-amerikanische Journalistin, die die Ehre hatte, an einem Stützpunkt der US Army mit einer speziellen experimentellen Vorrichtung an einem Scharfschützentraining teilzunehmen. Und was hier erstmal banal klingt, ist unglaublich interessant. Ich möchte dir jetzt erzählen, wieso. Denn das Experiment funktioniert in etwa folgendermaßen. Sally D. kam in einen Raum, der von allen Seiten voll war mit Monitoren. Diese Monitore spielten eine Simulation ab. Bei dem ersten Versuch ging Sally D. in den Raum, bekam so etwas wie ein Gewehr in die Hand und musste auf den Bildschirm auf die herantretenden Gegner schießen. In der Regel waren das Leute mit Selbstmordgürtel, mit Sprengstoffgürtel, die dann auf sie zugerannt kamen. Und den ersten Versuch beschrieb sie so, dass sie unglaublich aufgeregt war. Sie sah, wie dann Leute mit Sprengstoffgürteln auf sie zugerannt kamen, unglaublich viele und schoss. Und aufgrund der Aufregung hatte sie Probleme mit dem Nachladen. Sie hatte Probleme mit dem Zielen. Sie traf nur sehr wenige Gegner, wie sich nach den ersten 20 Minuten herausstellte. Nach 20 Minuten war das Experiment Teil Nummer 1 dann vorbei. Und als der Kollege von der US Army reinkam, um ihr von dem Experiment zu berichten, hat sie gefragt, wie viele habe ich getroffen? Und seine Antwort war, in etwa 3. Das heißt, sie hat 3 von den ihr entgegenkommenden Terroristen tatsächlich treffen können. Nun kam das Experiment Nummer 2. Für das zweite Experiment bekam sie einen sogenannten transkraniellen Gleichstrom Stimulationshelm auf. Ich habe hier einen Zettel, das Wort ist so komplex, das muss ich unbedingt ablesen. Also es geht um transkranielle Stimulation und es gibt einen sogenannten Helm, der für die transkranielle Gleichstromstimulation zuständig ist. Der funktioniert so, dass von außen Strom auf spezielle Stellen des Kopfes platziert wird und dementsprechend auch durchfließt. Das Ergebnis, und das ist auch der Grund, warum die US Army damit experimentiert, war folgendes, und zwar Versuch Nummer 2. Sally D. bekam also diesen Helm aufgesetzt und befand sich jetzt noch einmal in gleichem Szenario. Das heißt, selbiger Raum, selber Versuch, mit dem Helm los ging's. Und es fing an und sie hat gemerkt, dass sie irgendwie konzentrierter sei und es lief auch ganz gut. Und dann, nach gefühlten 3 Minuten, kam der Typ wieder rein und hat gesagt, so, das Experiment ist vorbei. Woraufhin sie gesagt hat, ja, es waren noch höchstens 3 Minuten um. Und er meinte, nein, es sind 20 Minuten um, genau wie beim letzten Versuch. Und sie meinte, das kann doch nicht sein. Und guckt hoch und da lief eine Uhr und die lief tatsächlich, stand tatsächlich bei 20 Minuten. Das heißt, es kam ihr vor, als wären nur 3 Minuten vergangen. Dann hat sie den Kollegen von der US Army gefragt, und wie viele habe ich getroffen? Und die Antwort von ihm war, alle. Das heißt, aufgrund des Helmes hat sie alle Gegner getroffen, die Zeit kam ihr extrem viel kürzer vor und sie selbst berichtete Folgendes. Sie sagte, sie hatte einfach keine Angst mehr. Sie sah, wie auf einmal 20 Gegner auf sie zurannten und anstatt nervös zu sein, Probleme zu haben beim Nachladen oder ähnliches, sagte sie, hätte sie in aller Ruhe angelegt, durchgeatmet und immer diejenigen geschossen, die am nächsten an ihr ran waren. Und sie hat jeden Einzelnen getroffen. Das ist die Geschichte von Sally D., als sie den transkraniellen Gleichstromhelm bei der US Army in Amerika getestet hat. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das für uns? Sie berichtet, dass sie nicht unbedingt mehr lernen konnte oder schneller lernen konnte, sondern dass alles, was sie sonst hinderte, lediglich auf einmal verschwunden war. All die Gedanken, die uns bremsen, all die
Zweifel und all die Ängste, die uns einschränken in unserem Handeln, waren bei ihr bei dem zweiten Versuch schlicht und ergreifend weg. Was könnte das heißen für uns selbst? Was ist, wenn du lernen möchtest, Klavier zu spielen, aber immer wenn du eigentlich üben müsstest, entscheidest du dich dafür, Fernsehen zu gucken oder etwas anderes zu tun? Dieser Helm könnte für uns alle in dem Bereich diese Probleme lösen. Das ist die Geschichte von Sally Adee. Ich finde es unglaublich wichtig, auch solche Sachen mit euch zu teilen, um euch auf dem Laufenden zu halten, was aktuell abgeht, sowohl in der Rüstungsindustrie als auch im Bereich künstliche Intelligenz und Virtual Reality. Denn letztere beiden Themen werden diejenigen sein, die in den nächsten 20 Jahren die komplette Welt und damit auch dein Leben enorm verändern werden.